2,8 Kilometer. Woher weißt du das denn? Na, der hat, du hast doch am Schlüssel, siehst du doch, wie weit das Auto entfernt ist. Am Schlüssel? Na, kennst du das nicht? Nö, halt noch nicht gesehen. Wenn du deinen Autoschlüssel, dann siehst du die Entfernung, wo das Ding steht. Ach so, und was hat er gesagt? Wie viel? 2,8 Also ich schätze mal, da er gerade mal, weiß nicht, knapp 3 Kilometer hier weg ist, ja, dass er anscheinend einen Unfall gebaut hat, aber jetzt kein Toolkit hat. Vielleicht sehen wir ja den Hammett. Also ja, ich weiß, welche Straße er gefahren ist. Die Hauptstraße lang. Ich würde auch gerade sagen, Richtung Rebellenaußenposten vielleicht, oder? Richtung DP3. Ich flieg jetzt hier runter. Zum DP3. Wenn du auf der Straße hier, das ist ja die Straße jetzt hier. Der kann nur hier irgendwo stehen. Warte mal. Nee, warte, ich muss rüber. Der muss irgendwo. Der kann nur hier irgendwo stehen. Guck mal, ob wir näher kommen. Das ist geil, Zufall mit dem sein Auto. Ich verstehe gerade nichts. Guck mal, ob wir näher kommen. Wo soll ich hingucken? Auf den Schlüssel, ob wir näher kommen oder nicht. Jetzt noch mal bitte. Oh Gott. Kommen wir dem Auto näher? Die Heli ist so dermaßen laut, ich verstehe nur ganz kurze Bruchteile. Die Effekte mal leiser machen. Effekte leiser machen. Schreib bitte ihm doch einfach, Mann. Oh Mann, ey. Das sind manche die Raffen. Hörst du mich jetzt immer noch schlecht? Ja, jetzt habe ich Effekte ausgemacht. Ja, und jetzt hörst du mich aber auch. Hallo? Jetzt ist das Auto 1600 Meter weit weg. 1600 Meter, dann sind wir schon mal näher, okay. 1600 Meter. Wie lange wird es da rüber? 1600? Na, bist du aber näher gekommen, dann fliegt er weiter in die Richtung. Nee, ich weiß, wo er ist. Wieso? Wie siehst du in die Entfernung? Okay, jetzt habe ich die Effekte leiser gestellt. Sandverarbeitung? Jungs, liegt ihr gerade zum Kokerfeld? Wir suchen gerade ein Auto. Ah, okay, gut, dann... Falsche Richtung, jetzt ist das Auto wieder 1900 weg. Wir fliegen jetzt, also ich und Schlummi fliegen einmal übers Kokerfeld und gucken mal, was da so geht. Okay. Hier schon wieder fliegt, herrlich. Kannst ja sagen, heiß, heißer. Du musst halt sagen, in welche Richtung du halt näher kommst. Ja, okay, also die Richtung, die wir eben gerade geflogen sind, war falsch, also warte mal, ich gucke mal ganz kurz. Das ist auch wieder zu weit weg. Ich glaube, wir müssen hier nach links fliegen. Die Richtung, die wir geflogen sind, als sie mich abgeholt haben und wieder weggeflogen sind. Du musst nach Süden, Patty. Nach Süden. Ja, ich bin dabei. Der wird zur Sandverarbeitung da in die Richtung irgendwo. Ja, wir kommen näher. 1900 schon. 1500. Ja, der ist hier irgendwo. Steht genau zur Sandverarbeitung hin. Da ist er. Wo? Warte mal. 800 Meter. Wohin? Ich glaube, der stand da gerade irgendwo. Der ist bestimmt auf der Straße. Boah, diese Neigen. Ich hasse es. Ich kann mich da nicht umgucken. 200 Meter. 200 Meter? Ja, unter uns oder so. Glaube ich. Auf der Straße. Da steht er. Ja. Da unten steht ein Laster, aber das ist... Nee, das ist nicht meiner. Ich hatte diesen 600.000er Helm mit diesem... diesen dunkelgrün, das auch ist der mit der, oder steht da auch der dunkelgrüne? Wo denn, Steffen? Hinter uns, 7 Uhr. Da ist ein Zahnmark. Naja, den hat er gesagt, das ist er nicht. Aber den anderen... Wir sind wieder 600 Meter entfernt, wir müssen wieder ein Stück zurück. 600 Meter? Boah, Alter. Ist der eine Verfolgungsjagd hier, ey? Ich sehe aber auch keinen, ja? Wir müssen auf der Straße sein. Natürlich wir die näher? Frage, warum kommen wir näher? Bitte. Nee, links. Nach. Wieder nach links fliegen. Alter. Oh. Ich hasse dich, Patty. Sorry, Mann. Ist noch ein anderer Heli, oder? Ist der andere Polizist, Polizei-Heli. Was macht denn der Zahnmark da? Was ist denn das hier? Sand? Und was ist unter da nicht? Bleib doch mal stehen!
Und was stimmt da mit dem Heli? Jetzt kommen wir wieder näher, jetzt sind wieder 500 Meter. Also ich glaube, die Richtung stimmt schon mal. Ja, wir sind gerade eben dieselbe Richtung geflogen, also... Ist das ein Keks, ey. Bleib doch mal da, wo der Dings steht, der rosa... lol. Der war, glaube ich, gerade unter uns, weil irgendwann waren es 400 Meter und jetzt sind es wieder 500. Ja, na klar, weil Paddy da unten im Kreis... Bleib doch mal über dem Laster stehen. Irgendwo in den Wäldern oder so. Wir sehen ihn einfach noch nicht. Lande, schwebe einfach mal da, wo der andere Laster steht. Das wird schon Bewandtnis haben. Jetzt sind wir wieder 1200 weg. Ja, warte mal kurz, immer kurz leise. Den müssten wir da sehen. Und dann schwebe langsam drüber. Wo das, lang? Bringt dann nichts, wenn du jedes Mal da mit dem ersten Tempo oben rüber fegst. Dann sagt er dir jedes Mal, oh nee, wir entfernen uns, nee, wir entfernen uns, nee, wir entfernen uns. So, da ist der Laster, geradezu. Darüber bleibst du jetzt mal schweben. Der fährt jetzt nämlich zum Beispiel. Da ist ein Auto noch hinter. Ja, mit denen stimmt irgendwas nicht, Steffen. So, frag ich mal, wie das mit der Entfernung aus. Warte mal. Wie sieht's mit der Entfernung aus jetzt? Meter. Also irgendwo hier in dem Umkreis muss er auf jeden Fall sein. Ja, wir kontrollieren die erstmal hier unten die. Der da. Ja, okay. Ich guck mich schon mal ein bisschen um. Also guck mal, ob die sich wegbewegen oder so. Das kann gerade. Stehen die noch? Ja, ich stehe noch. Langsam, langsam, langsam. Mach auf, das Ding. Komm mal. Komm mal bitte mit raus, kurz. Wo sind sie? Bleib hier stehen. Jetzt da unten? Oh. Stehen da. Haben auch, sehen sie aus, als wenn sie erstmal nicht haben. Das sind mehrere Personen. Machst du Ansage? Naja. Offroad fahren gibt auch ein Ticket. Echt, ja? So, alle mal aus den Autos raus, bitte. Und auf den Boden legen, dankeschön. Das Problem ist, der eine ist gerade essen und der andere ist irgendwie AFK. Und der andere, einer hat Verbindung verloren, der Fahrer. Saugeil. Auf die warte ich gerade. Was macht denn ihr hier eigentlich Offroad? Dann nehmen wir sie einfach raus, oder? Ja, hier hat sich ein Kollege irgendwie Unfall gebaut, vorhin wollte wir es abholen. Aber irgendwie hier Kommunikationsprobleme über TS gerade mit denen. Okay. Mal sehen, was die hier machen. Oh, illegal Scheiße. Ich bin voll mit Kupfer. Voll mit Kupfer. Beide Fahrzeuge. Ich hab's jetzt erstmal restrained und rausgeholt. Lizenz bei eigentlich? Was macht denn der hier oben mit Kupfer? Wer ist denn so doof? Braucht ihr Unterstützung? Nee, ne? Ich hol die mal von den Fahrzeugen weg. Nee, alles gut, alles gut. Alles klar. Wir kehren dann zum Kavala-Marktplatz zurück und gucken da ein bisschen rum. Alles klar. Offroad fahren. Offroad fahren gibt wirklich eine Strafe, ohne Scheiß. No illegal items, der andere. Suchte Landung in der Flugverbotszone. No illegal items, so, die haben keine illegalen... Das ist schon mal gut, ja. Suche Fahrzeug. Gibt's hier Offroad? Offroad, ich weiß gar nicht. Vorwerfbar ist jetzt nicht. Nee, komm, wir lassen die jetzt in Ruhe. Wir lassen die ziehen. Gut, dann wieder entfesseln, ja. Okay, wir danken für die Kooperation und Sie können dann gerne weiterfahren. Aber bitte nicht immer Offroad fahren, Leute. Fahrt mal bitte auf der Straße, okay? Sonst macht... Ja, warten wir auch vor, aber ich muss halt gucken, wo der Kollege ist. Den hole ich dann nur ab und dann... Oh, okay. Fahren wir direkt wieder weiter. Was fährt denn der Kollege für ein Auto? Da fragen Sie auch einen Offroader. Okay. Der wäre so geil, hätte jetzt gesagt, der fährt ein Hammett. Hm. Das wäre jetzt richtig geil gewesen. Ja, los wieder hoch. Danke für die Kooperation und schönen Tag noch. Ach, ist das geil, Paddy. Das macht gleich 10-mal mehr Spaß, das Spiel. Finde ich auch. Ah, du. Als irgendeine Pisse zu machen auf dem Server. Ich sage ja, Rechtigkeit lohnt sich immer. Oh, jetzt kommt so ein Spruch schon wieder. Wo ist der Typ eigentlich hin? Ah, da hinten. Der steht am Heli oben. Oh Gott. Nee, alles schick gewesen. Wir steigen jetzt wieder ein. Wir suchen jetzt weiter. Okay.
Was ist wirklich, dass manche Leute echt so sinnig sind in diesem Spiel und dann auch nicht einfach mal hier... 400, die müssten wir doch sehen. Steig mal ja, nur klar. Hoch. Müssten den locker hier oben sehen. Wir sind da gerade ungefähr 200 Meter gelaufen oder so. Den müssten wir doch von hier aus sehen, wenn wir jetzt mal hochgehen. Ja, warte. Wir kommen ja, ich weiß, mal. Eigentlich müssten wir den sehen, aber... Ja, okay. Schweb mal zur Seite und sag mal, ob das denn näher ist. Ich gucke auch schon die ganze Zeit hier rum, ob hier irgendwie so, sag mal, irgendwas in den Bäumen steht oder so. Sag mal immer, ob wir näher kommen. Wir schweben immer so ein Stück zur Seite, dass wir ungefähr die Richtung haben. Wir sind jetzt gerade weiter weggegangen. Wir müssen jetzt wieder weiter, also jetzt wieder nach... Also nach rechts. Nach rechts schwingen, so. Ja, machen wir mal. Guck mal. Jetzt kommen wir näher. Jetzt kommen wir gerade näher. Ne, jetzt wieder 500 Meter. Hä? Dann machen wir nach vorne jetzt. Eben gerade waren es 463, das heißt, der muss auf jeden Fall irgendwie vor uns sein. Dann machen wir nach vorne uns, jetzt. Aber hinter uns glaube ich nicht. Nicht so viel. Und jetzt? Eben gerade waren es 400 Meter, jetzt sind es wieder 479. Der ist irgendwo direkt unter uns. Ja, also sein. Hinter uns wird die Entfernung größer, vor uns, links, rechts auch. Der muss direkt unter uns gewesen sein. Oder irgendwo hier in den Wäldern direkt unter uns, glaube ich. Ja, stimmt. Weil, musst, sonst, die Höhe macht das ja auch noch. Die Höhe? Ja klar, nee, die zählt mit, oder? Ich sehe nicht. Ich glaube nicht. Ey, kann ja nicht sein. Gib mir mal die Schlüssel, bitte. Lass ihn doch mal aussteigen einfach, dann soll er gucken. Jetzt, ich flieg jetzt selber. Ich kann nicht diese, dass der mir da mal rinquatscht. Du, er hätte doch einfach aussteigen können und suchen können jetzt. Ich kann gerade irgendwie nichts vergeben. Da steht immer, you have given error, no unit keys to your car. Du kannst einfach landen und dann soll er suchen. Dann soll er laufen. Ja, sag ihm das mal. Wir lassen dich mal raus und dann kannst du doch mal laufen. Das ist doch direkt hier. Dann suchst du den. Wir bleiben so lange noch kurz hier. Okay. Boah, diese Kameraperspektive. Okay, jetzt habe ich gerade eine Entfernung von 288 Meter. Das heißt, der muss direkt eigentlich... Der muss eigentlich fast direkt neben uns stehen. Sonst kann das ja gar nicht angehen. Wo ist denn der mit dem Auto lang gefahren? Da müsste der aber doch hier hinten stehen, oder? Komm hier näher? Warte mal. Oder gehen wir weiter weg? Ich glaube, ich sehe ihn. Da steht er. Ganz rechts von uns. Weiter weg. Am Hang. Ich sehe ihn. Der steht hier am Hang. Hier rechts gleich unter uns. Jetzt unter uns. Direkt unter uns jetzt. Direkt unter uns. Jetzt sind wir 200 Meter. Jetzt sind wir gerade ganz nah. Ganz nah sind wir jetzt gerade. Wir sehen, er ist direkt unter uns. Ja, da unten steht er. Ja. Ja, ich sehe ihn auch. Ich sehe ihn auch. Toolkit habe ich dabei, wenn der wahrscheinlich... Lol, Alter. Ich habe keine Ahnung, wo der gerade rumgefahren ist. Ist das... Ja. Können Sie den denn vielleicht eben kurz impounden und dann mit nach Kavala bringen? Weil ich möchte jetzt nicht extra Zugriff verschwenden und wieder ganz zurückfahren. Das kostet, sind polizeiliche Maßnahmen. Wir sind da hier kein Escort-Service. Soll ich aussteigen? Soll ich das machen? Bleib sitzen. Mal da. Du willst ja wieder nur Geld verdienen, nichts anderes. Mann, 1500 Dollar, willst du mich verarschen oder was? Bleib mal ruhig sitzen, Jakara. Hört der das im Fahrzeug-Channel trotzdem noch? Nein. Wenn ich mit ihm in einem Fahrt... Der Ding ja voll in Sand, die sitzt hier, Alter. Das Ding hier wirklich ist ja richtig cool, man kann so an so abhängen, kann man ja stehen bleiben, das guckt ja richtig. Ja, schon nicht schlecht. Vehicle ist empty. Alter, ich hab Drogen gefunden. Gibt es eigentlich auch mittlerweile neue Helis für die normalen Leute oder für die Rebellen? Weil ich habe ja vorhin zum Beispiel noch so MH48 oder so hießen die so. Ja, Kara, steig mal nochmal aus, bitte. Hier sind Drogen drin. Ich geh's ja nicht in die hören, aber... Bin draußen. Wir haben jetzt halt ein Problem, Steffen. Ich habe jetzt ein... 114.000 ist das dein Auto? Drogen. Ja, ich habe jetzt 114.000 Dollar an Drogen gefunden hier. Wir haben jetzt kleine... Warte mal, jetzt muss ich den Dings wechseln. Ja, Kara, wir haben ein kleines Problem. In dem Fahrzeug haben sich Drogen befunden. Wieso? Ja, ich habe keine Drogen gefahren. Ich war auf dem Weg zu DB4, als hier das Ding abgezogen wurde. Das war vor einer halben Stunde oder sowas. Mhm. Na, du kannst entscheiden, was du damit machst, Paddy. Du bist Herr des Verfahrens. Der hat ein Kokain-Training. Frag ihn mal, was er machen wollte. Frag ihn mal ein bisschen, vielleicht verschwatzt er sich. Was wolltest du denn eigentlich machen? Erzähl mal.
Ich hab dann die Level-Mission bekommen und da stand, dass ich diesen DB4 bringen muss. Dann war ich auf dem Weg zu DB4 und auf einmal saß ein Typ neben mir im Auto. Ich hab gefragt, was der macht und dann hat er gesagt, ja, ich bin hier irgendwie in Kavala in diesen Hammond eingestiegen und irgendwie habe ich D-Sync und ja, wenn ich jetzt aussteige, dann bin ich glaube ich wieder in Kavala. Und dann auf einmal, also ich habe nichts gemacht, auf einmal stand ich draußen vorm Auto und auf einmal saß er auf dem Fahrersitz und ist weggefahren. Dann natürlich, was machen wir jetzt, Steffen, was machen wir jetzt? Im Zweifel für den Angeklagten. Wir nehmen mit nach Kavala. Wir jetzt hier erstmal weg. Okay. Packen wir ins Auto, in Flugheli. So Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir denn im HQ angekommen sind. Ja? Ja. Bis gleich. Ciao. Ciao.